Hey, ich bin ab sofort offizieller Testläufer für Charlas und mache hier so ein bisschen Unboxing. So, Nummer 1, was haben wir hier? Beschreibung, Charla, Schnüranleitungen und so weiter. Und dann haben wir hier Nummer 1, die neuen Charla Evo Light. Feste Schnürung statt Schnürsenkeln. Schön Profil. Die haben keine Zwischensohle, das heißt, die haben mehr Barfußgefühl, sind dünner und leichter. Die werde ich testen und vielleicht sogar damit im Herbst den Schwarzwaldmarathon laufen. Und hier wirklich das vegane Highlight. Das hier, was man hier so sieht in dieser Struktur, das sind Charlas aus Ananasleder. Pinatex nennt sich das. Sehr innovativ, die ersten Sandalen überhaupt aus diesem Material. Hier dazwischen deute ich mal so, die Zwischensohle ist aus Kork. Und unten haben wir wieder eine Vibram-Sohle. Da kenne ich das Material noch nicht. Fühlt sich sehr wertig an. Hier sogar ein Fairtrade-Siegel. Super. Sieht echt toll aus. Okay, die werde ich jetzt im Alltag testen und werde euch regelmäßig updaten, was ich hier so für Erfahrungen mache. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich da an der Weiterentwicklung dieser super nachhaltigen, sinnvollen und ästhetischen Schuhe aus der Manufaktur in Freiburg, dass ich daran beteiligt sein darf. Alles klar, bis dahin.